Skoda präsentiert auf der Genfer Automesse gleich zwei neue Octavia-Modelle. Weltpremiere für den Octavia Scout. Schwarz beplankte Stoßfänger, eine Höherlegung von 33 mm, 17 Zoll Aluräder, Allrad und ein kraftvoller Motor machen ihn nicht nur geländetauglich, sondern auch zu einem guten Zugfahrzeug. Der Skoda Octavia G-Tech ist der erste Octavia mit serienmäßigem Erdgasantrieb, mit dem der Hersteller seine Palette um ein besonders umweltfreundliches und erschwingliches Modell erweitert. Unser neuer Octavia, den wir letztes Jahr eingeführt haben, ist ein Volltreffer. Wir haben einen sehr hohen Auftragsbestand und mit dem Auftragsbestand und einer positiven Resonanz blicken wir sehr zuversichtlich in das neue Jahr. Dass die Tschechen nicht nur ausschließlich praktische Autos bauen können, beweisen sie mit der Monte Carlo Sonderausstattung, die außen wie innen deutlich sportliche Details aufweist. Erhältlich zum Beispiel für den Fabia, den Rapid Spaceback, den Geländewagen Yeti und für den kleinen Citigo. Wir erweitern ein erfolgreiches Konzept jetzt auf alle großen Modelle unseres Produktportfolios. Monte Carlo steht für eine Design- und emotionalisierende Ausstattungslinie. Sie sehen das mit schwarzen Dächern, mit Glasdächern, mit einem besonderen Innenausstattungsakzent. Unterm Strich setzen wir damit natürlich auch ein weiteres Signal für die Marke Skoda im Sinne des Erhaltens unserer klassischen Markenelemente und das erweitert mit sehr viel emotionalem Design. Der Vision C zeigt ebenfalls eindrucksvoll, dass Skoda sehr emotionale Autos bauen kann. Die Studie zeigt die neue Designlinie, die voraussichtlich beim kommenden Fabia das erste Mal in Serie geht. Ja, wir zeigen die Designsprache der Marke Skoda und damit natürlich einen Ausblick auch auf die Zukunft. Wir setzen dort die Elemente unserer Designsprache, die sich dann in unseren Serienmodellen natürlich auch wiederfinden wird. Das gilt schon für den neuen Fabia, den wir zum Ende des Jahres einführen werden und dann natürlich darüber hinaus auf die künftigen Modelle sicherlich auch ein klarer Akzent für die Weiterentwicklung unseres Superb. Man darf gespannt sein, wie viel von der Studie in die Serie übergeht.